Willkommen, meine Damen und Herren, zum heutigen Zusammenbauvideo meines PCs. Ich habe das BIOS bereits geflasht. Dazu gibt es ein extra Video, also ein kleines Tutorial, wie man das BIOS speziell an diesem Mainboard flashen kann. Mit dem USB-Stick, ganz locker. Und jetzt beginne ich hier mit dem eigentlichen Zusammenbau und darum fängt auch das Video genau an der Stelle an. Wer das Unboxing noch nicht gesehen hat und das noch sehen möchte, kann das gerne machen. Das ist ja auch verlinkt. Hier kommt jetzt dann, wie gesagt, der Zusammenbau. Zuallererst wird hier mal diese Folie abgezogen. So. Delicious. Eingebaut wird ein AMD Ryzen 7 5800X. Dieses Teilchen hier. Sichtkontrolle habe ich schon gemacht. Sieht alles super aus. Die einzige Vorbereitung, die ich jetzt hier selbst durchführe, war, dass ich geguckt habe, dass eben hier kein Dreck drauf ist oder drin ist. Ich mache jetzt dieses kleine Bügelchen hier rechts nach oben. Also ein kleines Stück erst nach rechts. Das ist da so eingeklickt und dann eben nach oben, damit die CPU ihren Platz findet. Hier vorne ist dieser kleine Pfeil, den man da unten links sieht. Daran orientiere ich mich eben, wie die CPU rein muss. Die hat selbst auch so ein kleines Pfeilchen. Und zwar sieht man es hier schon da in Gold. Da unten ist es. Dann holen wir den Bangert mal raus. Sodel und nochmal drauf gucken. Alles super. Sieht wirklich bubi aus. Und da ist auch nochmal ein roter, ein goldener Pfeil. Das muss dann da unten links hin. Und diese CPU lässt man jetzt einfach ganz vorsichtig hier so reinfallen. Sorry, dass ich jetzt keinen anderen Kamerawinkel habe. Ja, ich filme es gleich nochmal von der Seite ab. Ich habe es einfach nur drüber gehalten, geguckt, dass die kleinen Penüpel da reinpassen in die dafür vorgesehenen Löcher und habe ihn einfach dann reinplotzen lassen, also reinfallen lassen. Hier ist nochmal der andere Winkel. Also wie man sieht, der ist da einfach nur reingelegt. Der ist ganz locker da drin. Als nächstes also Hebelchen wieder runter. Dafür braucht man mitunter auch ein bisschen Kraft. Ich habe auch gehört, dass es knacken kann, vor allem bei Intel-CPUs, aber hier bei dem AMD hat es überhaupt nichts geknackt. War auch ziemlich locker eigentlich. Und jetzt ist die CPU eben fest, also sie kann auch nicht mehr da großartig rumrütteln. Als nächstes haben wir hier den Mugen 5B, der jetzt da oben drauf kommt. Das ist der CPU-Kühler. Diese Teile hier außenrum müssen weg und dann kann der Kühler draufgeballert werden. Bei dem Mugen selbst war dieser wunderbare Schraubenzieher mit am Start, schön lang, dass man dann später durch die Kühlerrippen durchkommt, sowie eben unten magnetisiert, damit einem die Schräubchen nicht abhanden kommen. Jetzt werden hier die Sachen geschwind auseinandergeschribbelt und dann kann man unten diese Plastikdinger einfach abheben. Shazam und Bubam. Der Mugen 5 hat natürlich ganz viel Krimskrams dabei. Für den AMD-Aufbau braucht man nur diese kleinen schwarzen Penüpel hier. Das Intel-Zeug ist ein bisschen kompliziert, aber auch nur ein bisschen. Also falls jemand jetzt hier Intel-Aufbau bald vor sich hat, keine Sorge, geht auch sicherlich einfach. Nur war das hier für die AMD-Geschichte insgesamt viel weniger. Als nächstes brauchen wir einmal diese vier etwas längeren Schrauben und die zwei silbernen Dinger da. Die kommen jetzt hier der Länge nach drauf und werden festgeschraubt. Auch ein komplett einfaches Unterfangen. Von der Festigkeit her habe ich es einfach Hand- oder Fingerfest gemacht, sodass ich mit den Fingern gut nachgedreht habe, aber ohne mein Handgelenk großartig zu benutzen und da halt das Ding reinzubomben ohne Ende. Also ich glaube, bei so einem PC-Zusammenbau sagt man generell lieber Vorsicht walten lassen, als dass man irgendein kleines Gewinde direkt am Anfang kaputt macht. Wobei man mit hoher Wahrscheinlichkeit das bei jedem Zusammenbau sagt, keine Gewinde sollen kaputt gehen. Ich werde das Ganze jetzt noch kurz hier abwaschen, weil ich natürlich mit meinen Fettfingern auf die CPU drauf gelangt habe. Einfach mit so einem Mikrofasertuch und eben meinem Putz- oder Reinigungsalkohol. Da ist es auch nicht schlimm, wenn das Zeug dann mal ein bisschen nasser wird, sage ich mal. Ja, man darf natürlich keine Spannung drauf haben, das ist logisch. Aber sonst ist das überhaupt nicht schlimm mit dem Alkohol. Da kann man einfach drüber schisseln. Jetzt kommt hier diese Wärmeleitpaste drauf. Man sagt ja Erbsen groß drauf klatschen und dann ist es gut, einfach in die Mitte. Da gibt es ja verschiedenste Techniken, manche machen viel mehr, manche machen viel weniger als andere. Ich würde sagen, jetzt wo ich mir das hier so angucke, habe ich etwas mehr genommen, als man eigentlich bräuchte wahrscheinlich. Aber naja, was soll's, lieber ein bisschen mehr als zu wenig auf jeden Fall. Das Schlimmste, was hierbei passieren kann, ist, dass es halt an den Seiten raus sifft. Also zumindest soweit ich weiß, ist das das Schlimmste, was passieren kann. Dieses Plastik mache ich gleich noch ab. Und die Kamerafehler sind übrigens, glaube ich, hauptsächlich bei der Übertragung entstanden. Ich habe ein uraltes externes Gerät, um eben die Karte, also die Micro-SD-Karte da auszulesen und auf dem PC rüberzuziehen. Das ist immer wieder abgebrochen, weil das Ding kurz im Winde gewackelt hat und jedes Mal sind Fehler entstanden. Es war ein bisschen fucky. Jetzt gucke ich hier nochmal kurz drauf. Natürlich sollte hier überhaupt kein Fett oder irgendwas drauf sein, auch keine Kratzer oder sowas. Das würde alles die Leitfähigkeit vermindern, aber es sieht gut aus, also setze ich das Teil jetzt hier ganz vorsichtig, ja, auf die CPU auf und das sieht gut aus. Dieser Mugen ist übrigens leicht schief, also falls du genau diesen Mugen hast, musst du ihn so ansetzen, dass diese Schiefe zur Rückseite des eigentlichen PCs dann geht, damit nämlich dann vorne bei dem Arbeitsspeicher
ja, Platz ist. Also dieser Kühler ist extra so gemacht, dass man vorne beim Arbeitsspeicher extra Platz hat, um den Arbeitsspeicher raus und wieder reinzumachen, während der Kühler drauf ist. Mein alter PC hatte einen anderen Kühler und da ist fast unmöglich, den Slot zu leeren oder zu befüllen, der näher am Kühler dran ist, weil der, das ist so knapp da, das ist echt blöd. Ich nutze diesen tollen mitgelieferten Schraubenzieher für genau diese Arbeit, denn diese rechte Schraube hier erreicht man logischerweise nur durch den Kühler hindurch. Vom Anzug her habe ich das auch wieder fingerfest gedreht. Die Schrauben haben hier aber auch extra so kleine Federn drin und du merkst dann schon, wenn es einfach nicht mehr weitergeht. Bei der Schraubart müsst ihr natürlich aufpassen, dass ihr immer wieder versetzt schraubt, dass das Ding nicht irgendwie schief drauf sitzt. Also immer wieder vorsichtig, hier einmal eine Umdrehung, dann da mal eine Umdrehung und so weiter und so fort. Als nächstes kommt jetzt hier der Lüfter. Hier ist ganz wichtig, dass man da guckt, in welche Richtung das Teil dreht und pustet, damit ihr ihn eben richtig rum drauf baut. Sonst zieht er da nur dran und das ist Quatsch. Also das gesamte Lüftersystem muss passend aufgebaut sein, auch mit dem Gehäuse, dass die Lüfter miteinander arbeiten und nicht gegeneinander. Und ich habe vor, ihn, was jetzt das Kabel angeht, so hier anzubringen, dass das Kabel einmal über links drum herum geht und dann ja, da rechts in den Anschluss eben rein von dem CPU-Fan. Wem diese Art und Weise, wie ich das Video hier mache, gefällt und sich vorstellen könnte, auch in andere technische Richtungen mal was sich von mir anzuschauen, der kann gerne auf Jan Hofstedt vorbeischauen, da baue ich an Mofas rum und mache in Zukunft auch noch andere Geschichten mit Autos. Da mache ich die Videos eigentlich genauso wie das hier auch. Also ich lade das hier auch auf Jan Hofstedt hoch. Willkommen an alle Mofa-Leute, Hallöchen. Es geht, wie gesagt, bald weiter. Ich habe euch ja im letzten Video schon angekündigt, dass ich gerade ein bisschen drin hänge, aber es dann sicherlich bald wieder eben weitergeht. Und ja, ich halte die Videos eben genauso wie das hier auch. Also ich nehme auf, spreche drüber und gucke, dass ich alles so gut wie möglich beleuchte. Wobei das hier gar kein Tutorial eigentlich ist, sondern ich wollte euch nur dokumentieren, wie ich den PC zusammengebaut habe. Aber ich bin es so gewohnt, von den Mofa-Videos das als Tutorial aufzubauen, dass ich es hier halt einfach ähnlich mache. Auch wenn ich das so nicht nennen werde, von wegen PC-Zusammenbau-Tutorial. Vielleicht auf Jan Hofstedt, aber nicht auf der Dummbabbler. Also nicht auf dem anderen YouTube-Kanal. Ich habe jetzt hier die Klammer noch dran gemacht. Die werden dann hinten wiederum in den Kühler reingeklemmt, wie man hier sieht. Ich weiß nicht, ob ich das von der Seite nochmal zeige, aber das erklärt sich auch extrem von selbst. Also, ne? Hier ist es drin. Oben sieht man auch, dass da so kleine Einkerbungen sind. Da mache ich noch einen kleinen Zoom für euch. Ah, guck mal, ich habe sogar gedreht. Ja, optimal. Hier sieht man, dass man die ganze Chose hier einfach klack da reinklackt und fertig ist es. Stecker ist auch schon drin. Also optimal. Als nächstes kommen die beiden M2-Festplatten. Da haben wir einmal hier diese und noch diese hier. Ich nehme jetzt dafür einmal hier oben dieses Shield ab, also die eine M2 wird geschildet sein, das ist automatisch wohl auch eine Heatplate, also die nimmt dann somit die Hitze von der Festplatte weg oder führt sie besser ab. Die zweite M2 wird das nicht haben, außer ich kaufe so ein Ding dazu, aber brauche ich nicht. Dieses Shield war hier einfach nur reingelegt und links festgeschraubt und diese blaue Folie ziehe ich gleich noch ab. Natürlich brauche ich jetzt nochmal so ein Set zum Festschrauben, also die Schraube und das Gewinde für die Festplatte selbst, denn das andere, das bereits im Mainboard drin ist, brauche ich ja fürs Shield. Also das ist bereits eben aufs Shield angepasst. Unten an dem zweiten M2-Slot sieht man, dass da bereits alles da ist. Also ja, super von Gigabyte, dass sie einem dann nochmal extra so ein Ding mitliefern. Ich habe schon gehört, dass es bei anderen nicht so ist. Da kommt dann das Mainboard an und genau das fehlt, dieser Part. Und da musst du nochmal was bestellen, bevor du einbauen kannst. Das ist ein bisschen DIRM. Hier habe ich auch wieder fingerfest zugedreht. Jetzt kommt die Festplatte natürlich richtig herum hier oben rein. Da merkt man dann so ein kleines Klacken. Also man muss die schon gut reindrücken. Achtung, vielleicht hört man es. Ja, naja, gut. Es hat nicht wirklich geklackt, aber man merkt eben, wenn sie drin ist, dann steht sie auch so ein bisschen hoch. Nun kann sie verschraubt werden. Und dann kommt das Shield wieder oben drauf. Erst noch hier das blaue abziehen. Wow. Oh. Jetzt wird das hier oben wieder eingelegt und kann dann auch einfach verschraubt werden. So, jetzt gehen wir noch an die zweite Platte. Hier muss ich den Abstand nochmal umstellen und zwar auf 80. Und dann kann die zweite Platte auch rein. So, Delle. Das Gehäuse habe ich auch schon mal präpariert. Ich habe die drei Festplattenkäfige alle rausgenommen. Die sind hinten ganz einfach mit drei Schräubchen fest geschraubt. Die macht man locker und dann kann man die Käfige nach hinten hin rausziehen. Da ich aber wohl keine weiteren Festplatten brauche, vor allem keine großen, werde ich das wohl komplett draußen lassen, den Kram. Und somit habe ich dann auch viel Platz, um da schön arbeiten zu können da drin. Da ich so einen Zusammenbau noch nie gemacht habe und mir einfach nur ein Video angeschaut habe, wie man das eben macht,
dachte ich, es ist jetzt der Schritt eben mit dem Mainboard-Einbau am Start. Es ist übrigens wichtig, dass diese Abstandhalter, diese kleinen, die bei mir schon drin sind, eben bei euch drin sind. Wenn nicht, müsst ihr die selbst reindrehen. Da kommen dann schlussendlich auch die Schrauben rein, die das Mainboard festhalten. Worauf ich jetzt hierbei hinaus will, ist, dass ich später festgestellt habe, nachdem ich das Mainboard eingebaut hatte und ich die Stromversorgung für das Mainboard selbst anschließen wollte, hatte ich ein bisschen Probleme oben links an dem Anschluss, der jetzt hinterm Kühler ist. Das sieht man gar nicht. Das ist ein ziemliches Gefrickel, diesen blöden Anschluss da reinzukriegen. Ich kann euch nur empfehlen, diese Stromversorgung, die ich euch gleich zeige, schon vorher zu machen, denn dann kommt ihr da einfach besser dran. Im besten Fall sogar noch, bevor ihr den Kühler drauf macht. Bei dem Schritt muss man jetzt eben genau gucken, dass das Mainboard halt gut sitzt und die Löcher schön übereinander sind und man eben jetzt dementsprechend auch die Schrauben gut reindrehen kann. Das ist eine kleine Frickelei, aber es ist nicht großartig wild. Also ihr müsst vor allem gucken, dass ihr hinten an dem Auslass nach hinten hin, dort wo das I/O-Shield ist, dass ihr da eben auch gut sitzt. Achso, ja, Bing Bong, Vorsicht, Leute. Genau das, was ich gerade eben kurz gezeigt habe hinten, das war bei mir fester am Mainboard dran, dieses Shield. Das wird wohl mitunter auch einzeln mitgeliefert und dann müsst ihr das zuerst reinsetzen, diese Abdeckung, bevor ihr das Mainboard einbaut. Sonst müsst ihr alles wieder auseinanderbauen, um dieses Shield eben reinzumachen. Also ganz wichtig, dass ihr das zuerst reinmacht, bevor ihr das Mainboard reinsetzt. Jetzt, wo alles festgeschraubt ist, habe ich das Ganze auch für euch aufgestellt, also den PC, damit ich hier besser reinfilmen kann. Jetzt geht's an die Anschlüsse, was für mich auch das Schwierigste war, weil ich da halt überhaupt keinen Plan hatte. Wobei das Ganze natürlich schon wie mal nach Zahlen ist. Also man kann nicht arg viel falsch machen. Außer man ist da gewaltvoll am Werk und reißt irgendwas kaputt. Das Ding hier zum Beispiel, da habe ich direkt angenommen, muss der USB-Anschluss sein. Ich habe es einfach verfolgt, das Kabel, und habe gesehen, dass es an der Faceplate oben bei den USB-Anschlüssen ist. Das sind USB 3.0 Anschlüsse. Somit stecke ich das am Mainboard in den USB 3.0 Slot. Fertig. Das hier, wie man gleich sehen kann, ist das HD Audio. Und das sieht man auch auf dem Mainboard. Das ist ja ganz links der Stecker. Hier haben wir jetzt den Anschluss ganz rechts unten. Da habe ich ja gesagt, habe ich die meisten Probleme gehabt, zumindest am Anfang. Man kann sich übrigens die hier nochmal ein bisschen weiter auseinanderziehen, falls ihr da mehr Spielraum haben wollt. Ich habe für die hier, ich hätte einen Connector gehabt, aber den wollte ich nicht benutzen. Also ich habe es kurz versucht mit dem Connector zu machen. Übrigens steht bei mir auf dem Mainboard ganz unten. Hier unten drunter die Belegung der Pins. Ist jetzt etwas schwer zu erkennen. Sorry. Aber ja, also es steht, wo was hin muss. Und es war mir einfach zu viel gefriemelt, das in diesen Connector da rein zu schisseln. Also habe ich es einfach direkt drauf gesteckt. Hier muss man auch ganz genau auf die Plus- und Minus-Belegung achten. Das ist wichtig. Ich stecke hier einmal, ich weiß gerade nicht mehr auswendig, ob das jetzt Plus oder Minus war, aber ich stecke sie halt auf die oberen linken drauf und in diesem Bereich kommen auch alle anderen. Also rechts nebendran kommen nochmal zwei und unten kommen die anderen vier. Als nächstes kommt hier die HD-LED und hier habe ich gesehen, die hat hier unten einen Pfeil nach unten bei Plus. Die anderen haben nur diesen Pfeil und kein Plus und Minus mehr vorne drauf. Darum bin ich direkt davon ausgegangen, was auch richtig war, dass dieser Pfeil nach unten immer Plus bedeutet. Und ja, so bin ich dann eben in der Verkabelung weiter vorangeschritten. Die nächsten zwei Kabel sind die beiden hier und ich bin einfach davon ausgegangen, dass das rechte hier, dieses fettere, der Stromanschluss für die Lüfter ist und man links einen weiteren Lüfter anschließen könnte an das Gesamtsystem. Ich habe nämlich diesen PC vorne mit einer Lüftersteuerung und darum muss ich natürlich auch dann die Lüfter nur noch hier dran stecken und das war's. Da muss sonst nichts mehr aufs Mainboard, auf dieses Sys-Fan, weil ich eh das mit einer Lüftersteuerung mache, die außen eben festgemacht ist. So habe ich mir es selbst erklärt und so funktioniert es eben auch. Kommen wir nun zum Strom und zum Netzteil. Ich habe die beiden Motherboard Stückchen schon drin. Dann habe ich ja noch einen PCIe-Stecker. Der hat auch einen eigenen Slot auf diesem modularen Netzteil. Und auch die Lüfterstromversorgung ist ja auch separat eben dann im Netzteil einzustecken. Also einmal PCIe. Das kann man hier auch nicht falsch machen. Man sieht, links muss diese kleine Lasche eben reingreifen und man kann auch keinen anderen Part von diesem Stromkabel da in das Netzteil reinstecken. Es geht nur diese. Da die Kabel jetzt vorbereitet sind, stelle ich das Netzteil einfach ins Gehäuse rein. Das wird dann vorne mit vier Schrauben verschraubt. Und schon kommt das Kabelmanagement. Der 24er Stecker kommt oben ans Mainboard. Jetzt habe ich überlegt, wie ich das hier am besten durchfriemel. Ich habe hier übrigens auch direkt diese kleinen Gummiteile eben vor diesen Durchlässen. Und ja, ich werde jetzt einfach das Kabel hier unten dann gleich durchpressen und nach oben hinziehen und dann daraus kommen lassen.
schön nachdrücken. Das Teil muss auf jeden Fall gut sitzen. Und jetzt kommt dieser 8-Pin-Rattenstecker. Und das geht, wie gesagt, so nicht, wie ich das vorhabe. Ich mache es hier unten durch, lasse es oben durchkommen. Und ich habe eigentlich genug Kabel übrig, aber ich habe keinen Platz, um mit meinen fetten Fingern über dem Lüfter das Teil reinzubringen. Also ich habe das dann off-cam wieder abgebaut, den CPU-Kühler, und dann ganz gemütlich den Stecker einfach oben links reingesteckt. Ich zeige euch das gleich noch. Da oben habe ich ihn durchgeführt, da ist auch extra eine Öffnung, aber man erkennt hier schon, da ist zu wenig Platz, um den festzustecken, rechts in diesen kleinen Stecker. So sieht das Kabelmanagement jetzt aus. Also rechts dieses lange Käbelchen ist eben oben jetzt auch verbunden. Hier geht alles durch. Und hier hinten werden übrigens noch zwei Plätze für zwei kleine SSDs. Also wenn ich mir noch zwei dicke Platten holen sollte, dann baller ich die schön hier hinten rein. Jetzt habe ich erstmal noch aufgeräumt und dieses kleine Kabel für den weiteren Lüfter eben nach hinten auch durchgesteckt und da in das Kabelmanagement eingefügt. Natürlich kommt auch das Kabel für die Lüfterstromversorgung nach da hinten durch, bis auf diesen einen kleinen Stecker, den ich gleich hier vorne brauche. Alles andere kann dann da hinten verschwinden. Die Lüfter bekommen jetzt also auch ihren Strom und danach wird der ganze Kabelglumbatsch wieder hinten im Gehäuse versteckt. Als nächstes kommt der RAM rein. Das ist im Moment noch mein alter RAM, aber ich habe jetzt aktuell schon den neuen RAM drin. Da habe ich mir einfach die bessere Version davon geholt mit, ich glaube, 3400 MHz anstelle von 2300 oder so. Dafür klappt man natürlich einfach diese Festhalteklappen vom RAM weg. Ich habe hier in dem Fall vorne und hinten so ein umklappbares Teilchen. Bei meinem alten PC war nur der obere Part umklappbar. Und ihr müsst hier natürlich auch beachten, dass ihr die Belegung vom Mainboard eben nutzt. Also mir wird hier vorgeschrieben, dass ich bitte zuerst 2 und 4 benutze. Das mache ich jetzt so mit. Und wenn ich dann noch aufstocken will, kann ich eben 1 und 3 noch auffüllen. Als nächstes kommt die Grafikkarte. Das ist auch die alte von meinem alten Setup. Das ist eine GTX 1080 Ti. Dafür schraube ich jetzt hier vorne die Blenden ab. Ich glaube, ich habe hier erstmal eine falsche Blende abgeschraubt. Ich brauche nämlich nur die zweite und die dritte, nicht die erste und die zweite. Aber das merke ich gleich noch. Passt ja gar nicht, merkwürdig. Also zack, die dritte Blende noch raus und die erste wieder rein, damit vorne die Anschlüsse und auch eben die Halterung für die Grafikkarte korrekt passen. Und vergesst hier auch nicht, diesen kleinen Clip wegzumachen, also umzulegen, dass man die Grafikkarte schön einführen kann. Und jetzt, wo sie eingeklackt ist, kann man hier auch wieder zuschrauben, damit sie nochmal einen festeren Halt hat. Ich denke, dass es insgesamt auch ja, wichtig ist. Also wenn die sonst jahrelang nur in dem PCIe-Anschluss drin hängt, dann verbiegen sich wahrscheinlich irgendwann die Pins. Darum, dass sie auch nicht vergessen, sonst ist es auch viel zu wackelig. Achso, und die Anschlüsse passen dann wahrscheinlich auch nicht gescheit. Also das richtet die Karte perfekt aus. Guckt euch den alten Mann an. Ey, hab ich so viele graue Haare? Oder sind die jetzt nur so, weil die angeleuchtet sind? Holy fuck, den. I'm old. Und jetzt folgt noch der PCIe-Anschluss. Dafür haben wir ja unten ans Netzteil ja bereits alles angesteckt. Die Kabel sind auch noch hier vorne liegend, die habe ich noch nicht im restlichen Kabelbaum versteckelt. Ich brauche hier beide 8er Anschlüsse. Bei meiner alten 1060 habe ich nur einen gebraucht, aber die Netzteile haben da eigentlich auch eben die passenden Kabel mit dabei, also sollten mit dabei sein. Das gesamte Setup sieht jetzt so aus und ich habe eben erst bemerkt, dass ich diesen Smooth-Modus von der Kamera aus hatte. Ne, diese Schwenke, die jetzt wahrscheinlich deutlich smoother aussehen, my gosh, waren davor wackelig, weil einfach der Modus aus war. Ich weiß nicht, wer den ausgemacht hat, also ich sicherlich nicht. Und jetzt kommt auch tatsächlich schon der Moment der Wahrheit, denn ja, für mich war das jetzt der erste Zusammenbau. Ich habe einfach Stromkabel hinten reingesteckt und guck mal da, er fährt scheinbar hoch, er leuchtet und die Lüfter arbeiten. Es scheint alles zu gehen. Hier unten leuchtet auch alles, die Grafikkarte ist am Ballern, die Lüfter drehen sich. Also es sieht gut aus. Und wie man sehen kann, was ein voller Erfolg, Allah. Natürlich kommt hier am Ende nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle die, die hier fett reingespendet haben, die mit dabei waren und eben dabei mitgeholfen haben, dass ich das Ding so schnell wie möglich ranholen kann. Hier die Spenderliste einmal von groß nach klein. Danke an Dyra City, Nico Gärtner, Ajax, Red Moon, Nastycore, Break, Pudding, Sneasel, Roadrunner, Der Hommes, Skandalf, Azkaban, Sir Yakuza, Kredl, Sledge, Nemesis, TubeU, Schekelberg und Kirby. Vielen Dank natürlich auch an alle, die generell einfach dabei waren, die mir geholfen haben beim Zusammenstellen und die mir einfach mit Rat und Tat zur Seite standen. Die Bubbler Community ist halt einfach heftig, aber das weiß ja auch jeder. Dankeschön. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.